Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video in meiner Themenwoche zu ätherischen Ölen. Heute möchte ich euch ganz viele allgemeine Informationen zu ätherischen Ölen mitteilen. Und zwar habe ich dazu hier meine ganz tollen Moderationskarten, weil ich auch Vorträge halte zu ätherischen Ölen und da habe ich dann immer meine Moderationskärtchen, weil ich da auch so ein paar Grafiken brauche. Und wir starten auch schon gleich mal mit der allerersten Grafik. Und das hier ist die Gesundheitspyramide. Und hier seht ihr die einzelnen Stufen. Proaktive medizinische Prävention, gute und sinnvolle Selbstversorgung, giftige Stoffe reduzieren, Ruhe- und Stressmanagement, Bewegung und Sport und gute Ernährung. Und doTERRA bietet einfach für alle Stufen eine gute Begleitung. Die Basis ist natürlich immer eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Aber die meisten Menschen haben einfach Defizite und da können zum Beispiel die Nahrungsergänzungsmittel von doTERRA anfüllen. Tägliche Bewegung und Sport wird natürlich auch empfohlen. Da sind wir jetzt hier. Und das kann man zum Beispiel mit den Deep Blue Produkten unterstützen. Die kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Vor allen Dingen bei Rückenschmerzen wirklich sehr. Dann hat man hier, bin ich auch richtig? Ja. Dann hat man hier, guter Schlaf und Stressabbau sind natürlich auch essentiell für ein gesundes Leben. Und da gibt es natürlich Lavendel, was den Schlaf fördert. Oder Serenity, ich liebe Serenity, das ist auch ganz toll. Und ganz viele andere verschiedene Öle zum Stressabbau. Dann sollte man besser Gifte ausscheiden. Und da kann man zum Beispiel Lemon nehmen, was, durch das man einfach weniger Giftstoffe aufnimmt. Und auch die OnGuard-Produkte sind da sehr, sehr toll. Da kann ich auch gleich mal noch eine private Geschichte erzählen. Also ich trinke jeden Morgen ein Glas Wasser mit Lemon. Das bindet erstmal die Giftstoffe in meinem Körper. Und nachmittags trinke ich dann ein Glas Wasser mit einem Tropfen Pfefferminz, was dann wiederum dafür sorgt, dass die Giftstoffe dann aus dem Körper ausgeschieden werden. Dann hat man hier oben noch eine gute Selbstversorgung. Das heißt, auch in seine Gesundheit zu investieren, zum Beispiel mit ätherischen Ölen. Und hier oben proaktiv einfach alle Gesundheitsvorteile der Öle zu nutzen, die keine Nebenwirkungen haben. Und generell gilt halt einfach, in die eigene Gesundheit zu investieren, ist essentiell. Und die Öle von doTERRA kannst du wirklich in jedem Bereich deines Lebens einsetzen. Aber natürlich bitte sinnvoll und verantwortungsbewusst, vor allen Dingen dann halt auch gegenüber deinen Kindern. Und es ist natürlich trotz alledem sehr, 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 sehr wichtig, ernsthafte Erkrankungen von Ärzten, von Heilpraktikern abchecken zu lassen. Also ich gehe deswegen trotzdem zum Arzt, zum Check-up, lass dort trotzdem meine Schilddrüse regelmäßig kontrollieren. Genau, so, dann kommen wir jetzt mal zum Herstellungsverfahren, also wie das funktioniert, dass dann das ätherische Öl in dieses Fläschchen zum Beispiel kommt. Diese Grafik zeigt jetzt das Destillationsverfahren und auch die Kaltpressung. Also die Destillation mit Wasserdampf, das macht man zum Beispiel bei Rinden, Blüten, bei der Frucht, bei Blättern, bei Samen oder bei Wurzeln einer Pflanze oder eines Baumes. Und bei der Dampfdestillation durchströmt der Wasserdampf das Pflanzenrohmaterial und transportiert dann die flüchtigen aromatischen Verbindungen aus der Pflanze in ein Sammelrohr. Und in dieser Röhre wird das Dampfdestillatgemisch dann abgekühlt und der Dampf kondensiert zu Wasser und das fettlösliche ätherische Öl trennt sich dort dann vom Wasser und wird aufgefangen. Die Zeit, die Temperatur, der Druck in diesem Prozess werden wirklich sehr sorgfältig überwacht und sind auf die Bedürfnisse jeder einzelnen Pflanze dann auch abgestimmt, um wirklich die korrekte chemische Zusammensetzung der Ölextrakte sicherzustellen. Und dann die Kaltpressung. Die wird angewandt, um zum Beispiel die Zitrusöle von doTERRA zu produzieren. Und während dieses Vorgangs wird dann das Öl aus den Schalen der Frucht unter mechanischem Druck extrahiert. Die Früchte streifen dann gegen so scharfe Raspelzylinder, welche die Oberfläche der Schalen ankratzen und somit die mikroskopisch kleinen ätherischen Ölsäckchen öffnen. Und das Wasser wird dann über die Frucht gesprüht, um das freigesetzte ätherische Öl zu binden.
Und diese wässrige Mischung läuft durch einen Filter, um die restlichen Schalenreste dann zu entfernen. Das Zitrusöl wird dann wieder vom Wasser getrennt und aufgefangen. Und diese Art des Pressvorgangs, diese Kaltpressung, wird zur Produktion von Ölen genutzt, die stark duftend und wirksam sind. Bei ätherischen Ölen spielt natürlich auch ganz viel Natur mit. Und bei ätherischen Ölen kann man wirklich schon von Kraft der Natur sprechen. Also ätherische Öle sind 50 bis 70 Mal stärker als das natürliche Kraut oder der Pflanzeneinteil. Also als Beispiel, ein Tropfen Pfefferminzöl, hier auch irgendwo stehen, nee, das nicht, das hier. Also ein Tropfen Pfefferminzöl hat das Aroma und die Intensität von 28 Tassen Pfefferminztee. Oder ein anderes Beispiel, 1 Gramm Nelkenöl hat dieselbe antioxidative Kraft wie zum Beispiel 51 Kilo Karotten, 13 Liter rote Beetesaft oder 14 Kilo Orangen. Und das ist schon jede Menge, ne? Ist mal 14 Kilo Orangen. Und der menschliche Körper besteht aus 100 Billionen Zellen. Und in einem Tropfen Öl sind ca. 4 Trillionen Moleküle. Somit hat ein Tropfen ätherisches Öl das Potenzial, jede Zelle mit 40.000 Molekülen zu versorgen. Und ätherische Öle verbreiten sich explosionsartig im Körper aufgrund ihrer Zusammensetzung aus, Obacht, das muss ich ablesen, Phenolen, Phenylpropanen, Monoterpenen und Sesquiterpenen. Und wie Alkohol oder Gas verbreiten sie sich in alle Richtungen in der Luft und haben wirklich eine unmittelbare Wirkung, oft innerhalb von einer Minute. Und sie durchdringen halt tatsächlich auch die Zellmembran, was es das halt so erfolgreich macht. Und ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Hier sieht man ein Pfefferminzblatt. Und dann sieht man hier drüben so ganz feine Pflanzenhaare und Ölsäckchen. Und in diesen Ölsäckchen ist das ätherische Öl enthalten. Und die Pflanze verwendet das Öl jetzt per se, um sich vor Viren, vor Bakterien und auch vor Tieren zu schützen, welche die Pflanze fressen wollen. Und das ätherische Öl ist quasi der Selbstheilungsmechanismus der Pflanze. Und den können wir uns dann einfach auch mit ätherischen Ölen zunutze machen. Interessant ist vielleicht auch noch, wie viel Rohmaterial an Pflanzen gebraucht wird, um ätherisches Öl herzustellen. Und da wird dann auch klar, warum manche Öle mitunter so teuer sind. Auch dazu habe ich jetzt hier mal wieder ein paar Grafiken. Also für ein kleines Fläschchen ätherisches Öl benötigt man wirklich sehr, sehr große Mengen an Rohmaterial. Und man hat zum Beispiel also 15 Milliliter Pfefferminzöl. Also das ist hier so ein Fläschchen. Das hier sind jetzt 15 Milliliter Pfefferminzöl. Und um das herzustellen, braucht es rund 0,5 Kilo Pfefferminzblätter. Wo hat man die Orange? Hier. Um so ein Fläschchen Wildorange herzustellen, braucht es 154 ganz Orangen. Den Lavendel hat man hier. Um ein Fläschchen Lavendel herzustellen, braucht es 7,5 Kilo von diesen Lavendelblüten. Und Rose ist wirklich unglaublich teuer. Und zwar liegt es daran, wenn ich nur 5 Milliliter Rosenöl herstellen möchte, brauche es ungefähr 8000 Rosen oder 242.000 Blätter. Und da merkt man halt, diese gute Qualität hat halt ihren Preis. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch mal Jasminöl als Beispiel nimmt, für ein Kilo reinstes ätherisches Öl in dieser CPTG-Qualität, die nur doTERRA hat, werden rund 8 Millionen Blüten von Jasmin benötigt. Und deswegen kostet dieses Öl auch 10.000 Euro pro Kilo.
Und wenn man jetzt aber mal als Vergleich nimmt, also so synthetisch hergestelltes Jasminöl, von dem ich ja abrate, kostet nur 10 Euro pro Kilo. Also da stehen 10 Euro pro Kilo gegen 10.000 Euro pro Kilo. Und da merkt man, dass es da definitiv ganz extreme Qualitätsunterschiede geben muss. Genau, also es gibt Öle, die relativ günstig sind, und es gibt auch sehr, 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 sehr teure Öle bei doTERRA. Also so ein Fläschchen Lemon, also so 15 Milliliter, kostet zum Beispiel ungefähr 15 Euro. Und dann gibt es aber auch Weihrauch, da kostet die 15 Milliliter aber rund 95 Euro. Und die anderen Öle, die liegen halt alle da irgendwo dazwischen. Aber das zeigt halt, wie wertvoll die Öle auch tatsächlich sind. Das war's mit meinem heutigen Video, um mal so ein bisschen zu erklären, warum das Ganze so teuer ist, wie das gemacht wird. Ich hoffe, das hat euch sehr gefallen. Am morgigen Tag nehme ich euch einfach mal mit. Ich muss einige von meinen Roll-Ons auffüllen. Ich will ein paar neue Mischungen ausprobieren. Und dann nehme ich euch einfach mal mit und quatsche da ein bisschen nebenbei. Und das Video könnt ihr dann morgen sehen. Wenn ihr Fragen habt zu ätherischen Ölen, könnt ihr die sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren stellen oder mir eine Nachricht schreiben. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss!